Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ETS 2! Ja, ich bremse die ganze Zeit, damit es so aussieht, als würden die Lampen bzw. der Truck sprechen. Was machen wir denn heute in dieser Episode? Ja, wir fahren erstmal hier zurück. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Luftdruck aufbauen, weil ich habe jetzt so oft gebremst, dass es nicht gut gehen wird. Und man sieht ganz heftig das Tearing, was entsteht. Uiuiui. So. Ja, halt's Maul. Zu geringer Luftdruck. Danke. Das war mir bewusst. So. Machen wir denn den Luftdruck? Keine Ahnung, das dauert jetzt auf jeden Fall. Ah, ne, geht schon. Ja, dann. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter. Durch die Gegend schütteln. Es tut mir wieder leid, im Hintergrund sind wieder Störgeräusche. Ich kann hier sogar noch einen runtersetzen für euch. Aber ich brauche hier frische Luft, sonst stirbt man. Ah, guck mal. Ja, halt's Maul. Ich weiß, dass ich das Fernlicht dann habe. Ich habe aber auch keine andere Möglichkeit. Ja, so siehst du auch nichts. Super, soll ich jetzt immer K drücken oder was, wenn hier einer entgegenkommt? Hm. Verdammte Scheiße. So. Ja, dann duckeln wir mal weit durch die Gegend. Wie weit ist es denn noch? Oh, noch ein Stückchen. Okay. Bin ich mit zufrieden. Ja, 1500 Kilometer müssen wir wieder danken. Wollen wir das ja auch mal ganz brav machen, ne? So, dann drehe ich mal gerade durch, sonst kommen wir hier nicht vom Fleck. Und der Scania hat ja kein Tempomat. Was mich ein bisschen aufregt manchmal. So. Mhm. Perfekt. So, da hinten kommen die Schikanen. Nicht Schikane. Kehren. Hier rechts ist so ein Holzfällerdingen. Und, es wird auch so geschrieben. Wusstet ihr das nicht? Was? Ihr meint, ich bin scheiße gefahren? Ich doch nicht. Scheiße, ist auch noch aufgefallen. 11%, ja super, da bin ich ja mit dem Bus schon mal an einer 10% Stelle hängen geblieben, im Omsi. Das war so schlecht. Ach, hier sind wir, hier bin ich aber beim letzten Mal. Guck mal, diese schöne Landschaft. Dreck! Habe ich mich jetzt hier ernsthaft mitten auf der Straße quergestellt? Halt die Fresse! Scheiße. Also ihr meint, ich würde schlecht fahren? Was? Woher wisst ihr das? Taste, das wollte ich haben. So! Muss der hier erstmal wieder anziehen, ey. Dreh doch mal ganz ehrlich. Drei Gänge runter. Zwei Gänge runter. Im sechsten. Kommst du doch eh nicht aus dem Pushen hier. So. Schnarch. Meine Jüte. Oh, Jung. Sind immer zum Aushalten hier mit der Geschwindigkeit. Kann man das Geschwindigkeit nennen? Wie nennt man das, wenn etwas schnell ist? Wenn etwas nicht schnell ist und trotzdem man von Geschwindigkeit sprechen möchte. Meter die Sekunde Quadrat. Nein, das ist Beschleunigung. Oh Gott. Das Arsch da vorne meinte natürlich überholen zu müssen. Ist ja klar. Das ist ja auch sonst nichts Besseres zu tun, ne? Scheiß Arschloch. Arschloch. So, ich glaube, hinter mir habe ich noch einen Truck. Ich kann das nicht so richtig erkennen. Yep. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich den Trigger reingedrückt habe. Wahrscheinlich nur, weil ich es kann. Ich fahre übrigens mit Gamepad. Für alle, die sich wundern, warum ich so
einigermaßen gut fahre. Übrigens, im Scania kann man nicht so tief nach unten gucken. Daher kommt es. So, ist ein bisschen schnell eingestellt, ne? Naja, wenn ich mit klarkomme. So. Schön ausatmen. Ja, wenn er jetzt aber beschleunigen würde hier. Naja, geht, ne? Naja. Hier schaltet er direkt in 12, aber auf der Autobahn erst bei 110 oder was? Ich verstehe es manchmal nicht. So, wir fahren immer noch nach Straßburg. Straßburg. N. Neueste nationale Nachrichten. Wer kennt das? Wer guckt extra 3? Oder 3 extra? N. So bescheuert. So, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier. Ach, der Erik. Da, Erik! Aua. 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 Weißt du was? Ich fahre über Autobahn. Fick dich um ETS. Komme ich da hinten überhaupt auf die Autobahn drauf? Ja, komm ich. Geschwindigkeitsübertretung? Ich bin doch gar nicht viel zu schnell. Trick, das ist alles so teuer. Mann. Ich will den Staat nicht mitfinanzieren. So, links abbiegen. Auf die Autobahn, Bitches. Oh, oh, oh! Hm, hä? Scheiße, ich krieg doch eh wieder kein Geld dafür. Jetzt eigentlich schon abbrechen. Da verliere ich auch noch Geld durch. Dreck. Meine Fresse. So, ich brauche eigentlich nur 2 LKWs und einen Angestellten. Dann ist alles okay. Guck mal, Mannheim. Da können wir beim Zugunglück mal vorbeigucken. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich kenne mich ja einigermaßen gut mit Signaltechnik und sowas aus. Mein Vater arbeitet ja bei der Bahn. Nicht bei der Deutschen Bahn. Wie konnte das zur Hölle passieren, dass da 2 Züge aufeinander rammeln in einem der... ...best abgesichertsten Bereiche eines gesamten Schienennetzes, und zwar im Bahnhof? Dürfte das eigentlich normalerweise nicht passieren. Scheiße, die scheiß Ampel. Blitze. Ich wäre dafür, dass man das dann so per E-Mail zugesendet kriegt, so ein Foto so. Über die Webcam, dass er dann automatisch so ein Foto macht, das wäre richtig geil. Ich würde das richtig feiern. So, ich glaube, über Autobahnen sind wir etwas schneller. Hoffentlich. Naja, ich weiß es nicht. Ist angenehmer zu fahren. So, es wird jetzt auch langsam hell. Dann kann ich das Fernlicht mal abschalten. Überholt die Sau! Das kleine Arschloch. So, was sagt er denn? Das muss doch auch genauso schnell gehen, hallo? Es fehlt noch so, dass man eine Alternativroute angeben kann. Er will mich immer noch zurückleiten. Ja, super. So, 2 Stunden 45. Junge, kapier's doch endlich. Ich fahr nicht da lang. Rechtsfahrgebot, du Arschloch! Nur Idioten. So. Habe ich eigentlich den Aussteigemod drin? Oh. Ups. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, man kann dann so aussteigen und hinterher gucken. Wieder eiert. So. Genug gespielt. Er will mich immer noch zurückleiten. Das ist ja dämlich. Guck mal. Nein. Habe ich gesehen? 22%. Scheiße.
Ich muss mal gerade was nachgucken. Bank. Warum kann ich denn nur 400? Ungenutzter Kreditrahmen. 5000 pro Tag. Ah, es tut weh. Da muss ich mich aber nochmal informieren, und zwar, wenn ich hier wieder angekommen bin. Dann gucke ich mir das nochmal an. Das machen wir diese Folge noch, wenn ich das hier heute noch schaffe. Wenn mein Navi jetzt nicht mich komplett wieder in die Irre leitet. Ach, es hat es endlich mal verstanden. Licht? Ja. 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 Den ich meine, wird schon wissen, dass er gemeint ist. Halt's Maul. So. Jetzt roll mal was schneller hier. Hast du mich nicht gerade eben überholt? Ich biege auf die linke Spur ab und fahre wieder auf die rechte und ich hab dich überholt. La 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 la. Ja, ich hab dich überholt. La 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 la. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein stark, stark wie ein und so. Ihr müsst mitsingen. Oh Gott, bin ich durch. 960 Kilometer nur noch. Muss jetzt auch rechts abbiegen. So, dann quietscht er so schön rum, der Motor. Okay. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich dumm bin. Boah, ist das noch weit. Oh, es ist noch weit. Oh, es ist noch weit. Runter vom Gas. Arsch. Warum haben? Nein, 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 nein. Nein, ich bringe den Witz nicht. Was ist der einzige Pilz, oder wie heißt der einzige Pilz, den man rauchen kann? Schreibt es jetzt in die Kommentare, ich löse in einer Minute auf. Wie heißt der einzige Pilz, den man rauchen kann? So, ich löse auf, schreibt noch schnell drunter. 3, 2, 1, ein Kifferling! So, der Retarder wirkt gerade. So. Gut, dass das Auto da stehen geblieben ist, sonst wäre ich nämlich nicht in die Ecke gekommen. So, hier ist 70, da sollten wir uns auch dran halten. Die blitzen nämlich hier ganz eiskalt. So. Komm schon. Komm schon. Ah. So. Und Eck flieg, flieg, flieg wie ein Regentropfen. Scheiße, es regnet. Das ist nicht gut bei meinem Fahrstil.
wird es nur noch rutschiger. So, nur noch 100 Kilometer. Boah, der kommt wieder nicht über die 67 hinaus, ey. Der schnurrt aber ganz schön rum hier. Jetzt sind wir im 11. So, den Schwung nehme ich jetzt hier einfach mal mit. So. Wow. So ein scheiß Renault. Nee, doch. Hä? Du hast doch Renault, oder? Ich weiß es nicht. Mir fällt doch gerade auf, dass ich saumüde bin, jetzt zwar in real life. Und dass ich... noch lange nicht tanken muss. Fahr schon wieder viel zu schnell, ne? Kann auch eigentlich wieder mal nicht... Motorfehlfunktion, du willst mich doch verarschen, oder? Da immer sofort neutral rein. Dann rollt er nämlich noch. So, jetzt haben wir ihn wieder. And he's back. So. So. Oh. Ja, sehr schön. Noch 50 Kilometer. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, deswegen. Und ja. Ist halt anstrengend, ne? Ist einfach. Das ist so gerade nochmal gut gegangen. Tankstelle. Ach komm, fuck it. Nur noch 37 Kilometer, die fahren wir jetzt auch durch. Mal gucken, ob ich den da auch nochmal überholen muss. Oh oh. Oh oh, ah. Hier ist absolutes... Nee, hier ist kein Überholverbot mehr, aber trotzdem. Ich sehe nichts. Ich bin doch auch dumm, oder? Ich bin doch auch einfach nur dumm. Du willst mich doch verarschen, oder? Bin ich jetzt ernsthaft dagegen gefahren? Scheiße! Dreck! Jetzt kommt er über den 9. Gang nicht raus. Scheiß Drecks. Das ist der Mist. Scheiß Dreckshölle. Ah, du blöder LKW, du blöder. Ach, Gang A. Ja, super. Und ich vor. Oh, komm schon, Leute. Ich glaube, dieser LKW ist nicht mehr fahrberechtigt. So, da haben wir ihn wieder. Zum Glück muss ich jetzt ausfahren. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Unfall verursacht. Ja, schön. 100% Schaden. Ja, geht denn noch mehr? Jetzt wäre ich auch noch müde. Drecksfahrt. Ich packe jetzt auch nicht ein. Das sehe ich jetzt nicht ein, ey, ganz ehrlich. Boah, geht mir das gerade auf den Piss. Boah! Den habe ich garantiert nicht verursacht, du Arschloch. So, kein Guck mehr. Fahr die Scheiße da rein und dann ist gut für heute. Ganz ehrlich.
So, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, halt's Maul. Oh, ich habe sogar noch 1000 rausbekommen. Schön. Fernfahrt. Minus 780 EP. Ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschö. Scheiß Kack-Game. Boah.